Hallihallo und herzlich willkommen zum vierten Teil von Pokémon Random Red. Mein Name ist Eagle26. Doch bevor es hier weitergeht, eine kleine Information. Ich musste das Spiel nochmals von neu an beginnen. Das liegt daran, wenn ich mit der alten ROM weitergespielt hätte, hätte sich das gute Kinnwurm nie entwickelt. Das liegt daran, dass bei Pokémon Feuerrot und Blattgrün der nationale Pokédex vorhanden sein muss. Und sonst kennt es die Pokémon aus Generation 2 und 3 gar nicht, also können sich die gar nicht weiterentwickeln. Das habe ich jetzt wieder nachgeholt und zwar seht ihr, ich habe den nationalen Pokédex wieder und jetzt sollte eigentlich alles klappen mit der Entwicklung. Das heißt natürlich auch, dass ich DJ und Trash neu fangen musste und diese haben jetzt halt ein anderes Wesen, was sich wiederum auf die Statuswerte ausmacht. Aber ich glaube, das ist das geringste Problem. Und außerdem sind beide auf Level 18. Da habe ich offscreen hochgelevelt ein bisschen. Aber ich glaube, es war jetzt ein bisschen zu hoch. Und jetzt wollte ich in diesem Part eigentlich mal die restlichen Trainer abklappern. Und zwar ist das hier dieser Trainer hier mit seinem Jirachi. Und dann habe ich westlich von Vetania City noch eins vergessen. Hey, lass uns... Hey, du hast auch Pokémon, los, lass uns kämpfen. Jetzt sollte es eigentlich kein Problem mehr sein, gegen ihn zu gewinnen, weil Flamara hat in der kleinen Trainingsphase Glut gelernt. Und wie man weiß, ist Feuer die Schwäche von Stahl, aber auch sonst, ich habe sogar mit Tackle gewonnen. Ich wollte die einfach auch mitnehmen und schauen, was für Pokémon die dabei haben. Ineko, das wäre nicht so hart gewesen. Das hätte ich schon vorher besiegen können. Machen wir einen Tackle. Einen Kampf habe ich nämlich wirklich vergessen. Und zwar der zweite Kampf gegen den Rivalen, den möchte ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Auch wenn es jetzt nicht den mega Unterschied macht, das ist noch ein Pokéball. Habe ich den vergessen einzusammeln, als ich nachgespielt habe. Ja gut, das ist, wie gesagt, das sind die kleinsten Probleme. Ich habe schon sogar versucht, in der alten ROM einen NPC rein zu hacken, bei dem ich dann den nationalen Pokédex erhalte. Dies hat auch bis auf weiteres geklappt. Die Person war da, die dem nationalen Pokédex geben sollte. Aber irgendwie habe ich den nicht bekommen, sondern nur ein Bug, der das ganze Spiel verglitscht hat. Naja. DJ sollte hier oben sein. Ich hoffe jetzt auch mit dem Bild stimmt wieder alles, weil irgendwie ist heute ein bisschen der Wurm drin. Das ist bereits der vierte Aufnahmestart von diesem Part. Hey, Eagle 26! Bist auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es! Wahrscheinlich besitzt du nicht mal einen Orden. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Ja, sind sie und sie werden deutlich stärker sein als deine, weil ich dich vergessen habe. Alabis. Level doch schon Level 9, also ich hoffe, es kann jetzt keine Wasserattacke, sonst könnte es nochmal kritisch werden. Es kann eine Wasserattacke, Whirlpool. Ist jetzt nicht die schlimmste Wasserattacke. Aber das ist schon cool. Also Alabis, wie gesagt, das habe ich ja im letzten Teil schon gesagt, wo Perlu auftauchte. Alabis ist ein cooles Pokémon. Was? Oh nö, komm schon. Das war eine Nullrunde von beiden. Wir müssen durchschlagende Angriffe machen. Sehr schön. Gibt da doch ein bisschen noch Entfernung. Kanivana. Wir lassen unser Kindwurm antreten. Ich weiß nicht, ob sich Kanivana bei Rivalen entwickelt. Ich glaube nämlich nicht. Dieser hat noch Kopfnuss gelernt. Bisschen stärker. Als Biss. Gut, das war's schon. Dann können wir jetzt zurück in die Arena. So, ja, ich setze mich in Bewegung. Ich gehe alle zurück.
Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ich werde das auch im Video lassen, weil sonst müsste ich es noch nachbearbeiten. Ich nehme das Ganze ja mit Open Broadcaster Software auf. Das ist eigentlich die Streaming Software. Man kann aber mit ihr auch wunderbar aufnehmen in einer richtig guten Qualität. Das ist für mich der einfachste Weg, Videos zu machen. Ich arbeite nebenher noch und wenn ich dann noch Videos auswerten muss mit extra Audiospur, extra Videospur und extra Webcam-Spur, das entwickelt sich bei mir halt immer relativ zu viel Arbeit, weil ich dann halt immer noch ein bisschen gestalten möchte, alles möglichst pixelgenau haben möchte und das dauert mir einfach zu lange. Daher finde ich für mich Open Broadcaster wirklich optimal. Ich kann mich hinsetzen und ich kann aufnehmen. Und ich habe alles direkt auf einmal beisammen. Und deshalb liebe ich diese Software so. Und daher wird es in Zukunft auch eher mal ein PC-Spiel geben, da ich ja jetzt auch ein Gamer-PC habe. Und ja, ich denke, das ist nicht so schlimm. Also ich hoffe, ihr versteht das. Für mich ist wirklich die aktuell beste Möglichkeit aufzunehmen. Ich überprüfe jetzt gerade mal schnell die Aufnahmen wegen dem Fenster, aber es ist, glaube ich, gut. War der Rahmen in den letzten paar Teilen auch schon so krass? Also das Bild ist nicht zu klein, es ist eher so sogar noch was abgeschnitten wieder. Klein bisschen wieder. Auf allen Seiten, ja. Ja, es ist etwas komisch, aber es geht schon. Ich möchte jetzt in die Arena und dann geht es Richtung Felsbergtunnel? War das der Felsberg? Ich weiß es gerade nicht. Müsste sein. Es erscheinen aber auch wirklich viele Pokémon gerade. Wir müssen eh noch ins Pokémon Center, fällt mir gerade ein. Ich nehme wieder Trash an erster Stelle, damit ich Simsala mit Biss angreifen kann. Obwohl, es bringt nicht wirklich viel. Man kann es sich sogar überlegen, mit Kopfnuss anzugreifen. Der Angriff ist durch sein Wesen jetzt etwas höher als seine Verteidigung. Von daher könnte ich ja mal schauen. Und vor allem, was ich langsam brauche, ist ein drittes Pokémon. Ich hoffe, dass ich auf der nächsten Wiese oder dann auch im Tunnel mein drittes Pokémon fangen werde. Und vor allem wünsche ich mir auch langsam die Turbo-Treter, dürften aber nach der Arena kommen. So, rein mit uns. In die Arena gegen Mia. Nicht Rocco, Mia. Du bist Rocco, ja, aber du sagst, dass Rocco bist, aber wir wissen, dass du eigentlich Mia bist. Du bist eigentlich weiblich. Hi Mia. Simsala. Aber vor Sengo habe ich immer noch ein bisschen Angst. Der könnte richtig reinhauen. Auch Simsala haut schon ganz gut rein. Ja, es ist sehr effektiv, es hat die Hälfte, aber es reicht nicht, wenn ich nochmal Biss mache, oder? Doch, es hat gerade gereicht. Jetzt könnte ich einen Trank einsetzen. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wir müssen bei Singo draufhauen, weil er wird direkt... Er setzt Ruckzuck-Hieb ein. Okay, ich hatte mit Schwerttanz gerechnet. DJ muss es richten. Glut. Komm schon. Ja, es macht ganz schön, sehr schön. Das habe ich eigentlich vorhin erwartet. Schaden, immer noch. Aber wir haben unseren ersten Orden. Level 19 für DJ. Oh, ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrbietung. Boah, das war aber schon richtig krass. Dreimal dran gestorben an mir. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Eagle 26 gewinnt 1400 Poké-Dollar.
Warte, nimm das hier mit. TM39 müsste Felsgrab sein, oder? Eine TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wäre es sorgfältig. Na, Felsgrab, habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Keine Ahnung. Felsgrab. Das heißt, wir können weitergehen. Und jetzt kommen eine ganze Horde Trainer. Ich bin schon gespannt auf die Pokémon. Und irgendwie ruckelt es heute mehr, als es sonst eigentlich tut. Das gefällt mir etwas weniger. Aber, ja. Aber auf der Aufnahme scheint wirklich alles schön flüssig zu sein. Ach, das ist heute irgendwie... Ist heute der Wurm drin. Man merkt hier direkt den Unterschied. Hallo. Oh, Eagle26. Ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent bei Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen. Also nimm es bitte. Die Turbotreter vom Assistenten. Ja, endlich können wir schnell sagen. Nun, ich muss ins Labor zurück. Bis die Tage. Ich werde dich nie mehr wiedersehen. Jetzt können wir endlich rennen. Ein Brief ist dabei. Hallo Eagle26. Hier ist ein paar Turbotreter für meinen geliebten Trainer. Denk daran, ich drücke dir stets die Daumen. Gib nie auf. Deine Mama. Danke, Mama. Wir können rennen. So, der erste Trainer. Wir sprechen ihn an. Was starrst du mich da an? Das ist eine Göre. Oder Schulmädchen. Nein, eine Göre. Göre Mallory. Mallory? Volbeat. Volbeat. Die haben direkt wieder ein niedriges Level. Oh, Konfusstrahl. Ich hab's wirklich ein bisschen übertrieben mit dem Level, aber die Arena-Leiter sind auch gerade immer so mega hoch. Die haben nicht irgendwelche Abstufungen zu den Trainern gegen außen, sondern die gehen voll in die Sachen immer. Kramurx. Das sollte ich auch mit der Kopfnuss hinkriegen. Wenn es mich nicht selbst verletze. Genau, das habe ich gemeint. Erstauner. Ja, das. Ja, ich bin nicht mehr verwirrt. Das ist schon sehr gut. Ja, Kopfnuss ist deutlich stärker als Biss gerade. Du bist gefährlich. Ja, danke, ich weiß. Sehr gut. Weiter geht's. Du bist ein Käfersammler. Hey, ich kenne dich aus dem Metania-Wald. Du hast dich also hier hingeschlichen, als wir in der Arena waren. Ein Käfersammler, Jonathan. Geh weiter. Die Spinne auf dem Wasser. Der Wasserläufer. Die ersten Levels. Irgendwie sind die Level mega komisch verteilt. Die haben da nur zwei Pokémon mit Level 9 und der hat 3 auf Level 19. Sonnenfell, das ist Fels. Uff, das wird hart. Vielleicht kann ich es mit Biss richten. Oder ist sogar Psi? Na, Sonnenfell glaube ich nicht. Doch, es ist Psi. Psi und Felsdämpfer. Ich hätte gedacht, das ist Feuer, weil es lernt nämlich auch Feuerattacken, glaube ich, oder? Oder war das ein anderer Fels? Irgendwie, ja. Irgendwie verwechsel ich da, glaube ich, gerade etwas. Flemly. Flemly wäre auch cool, aber ich habe schon Feuer-Pokémon. Von daher muss ich es weglassen. Vor allem brauche ich noch ein drittes Pokémon, welches in meinem Team bleibt. Ich glaube, das ist viel schwieriger. Ich bin da ziemlich wählerisch. Vor allem die ersten drei Pokémon, die ich fange, die bleiben ja auch immer im Team. Vor allem daher bin ich ein bisschen kritisch, was die Auswahl angeht. Teenager Kimberly. Du bist auch irgendwie Tangulist. Okay. Kopfnuss. Ja, Pokémon sind leider etwas überlevelt. Es tut mir leid. Ich hätte vielleicht 16 hätte vermutlich gereicht. Nehmt jetzt gerade etwas die Spannung raus, ein bisschen. Pandia. Das Pokémon mit den Muster. Jedes Pandia ist anders, weil es die Punkte an einem anderen Ort hat. Eigentlich eine coole Idee, finde ich.
Aber Pandy ist zu schwach. Kimberly, wäre ich doch heute nur daheim geblieben. Ja, das wärst du besser. Hättest du besser gemacht. Der nächste Käfersammler. Wie gesagt, hier kommen jetzt wirklich viele Trainer hintereinander. Ineko, das hatten wir doch schon. Das war's für Ineko. Übrigens auch nochmal was Neues. Öfter mal was Neues. Vati. Vati ist auf jeden Fall was Neues. Wir könnten auch Flamara bald mal wieder in den Kampf schicken. Level 20 für Trash. Bald haben wir unser Trashel. Vieli. Schon wieder so ein beschissenes Pokémon. Irgendwie sind alle Pokémon mal richtig hart. Am Anfang so Level 9. Nicht sehr effektiv, aber es nimmt trotzdem mega viel weg. Säure, es versucht mich zu vergiften. Biss nimmt viel zu wenig weg. Macht zu wenig Schaden. Das wird jetzt interessant. Mewtwo. Das stärkste Pokémon überhaupt eigentlich. Aussetzer, ich kann kein Biss mehr einsetzen, oder? Ah ja, Kopfnuss. Überlebe ich das? Ich glaube nicht. Ah, doch. Da war der Levelunterschied doch etwas zu krass für Mewtwo. Obwohl Mewtwo wirklich... Ich finde das eines der stärksten Pokémon überhaupt. Wenn nicht sogar das stärkste. Wir tauschen mal. Trank ist bisher noch nicht nötig. Ich gehe zuerst zu diesem Trainer hier unten. Ich nehme wirklich auch alle Kämpfe mit, damit ich schön leveln kann. Und dort kommt auch die nächste Wiese. Vielleicht eine weitere Ergänzung fürs Team Notuska und ich habe Level 14. Glut, los, verbrennt den Kaktus. Das habe ich in diesem Fall richtig gut gemacht, dass ich Flamara in die erste Position gesetzt habe. Was hier auch vor allem auffällt, Flamara lässt sich viel, viel einfacher trainieren als das liebe Kindwurm. Bin ich eigentlich auch froh drum, dass Flamara sich so schnell entwickelt. Besser gesagt, es entwickelt sich ja nicht in seiner Form, sondern eher von seinem Wesen und von seinen Statuswerten. Wayne, Relikant, irgendwie ist es haben viele Gesteins-Pokémon hier, auf jeden Fall. Jetzt habe ich nämlich gar nichts, aber ich setze mal Glut ein. Aber ist das vierfach nicht effektiv? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe drauf. Oder nimmt Tackle mehr weg? Ja, nicht viel. Wir versuchen es weiter. Ich habe eh nichts. Außer Biss. Nein, musst du jetzt noch Härten einsetzen? Los, besiege es. Oh, einfach kein Härtner mehr, bitte. Da wäre ich sehr verbunden. Ein Volltreffer, ja, das ist natürlich das ist super. Level 20. Kramurx. Wieso schon wieder Kramurx? Das hatten wir doch schon. Das ist ein komischer gerandomt. Gerandomt? Das hört sich auch falsch an. Den nächsten Trainer nehmen wir noch mit. Und im nächsten Teil gehen wir dann auf die Wiese und Richtung Mondberg. Also nicht der Felstunnel, es ist der Mondberg. Hallo. Es werden noch zwei Trainer eigentlich. Mal schauen, wie viele Pokémon sie haben. Sonst schieben wir es dann auf die nächste Phase. Groink. Psy-Pokémon. Psy-Pokémon sind immer gefährlich, ist aber zwar ein schwächeres Psy-Pokémon, Groink. Gronk. Macht zwar fast keinen Schaden. Ich glaube, die Spezialverteidigung ist verdammt hoch.
Nicht schlecht. Plattplatscher. Wieso kann dieses Schweinchen platschern? Nicht schlecht, plätschern. Ah, schon. Wolbert hatten wir auch. Was ist denn los hier? Wolbeat. Gib uns den Beat hier. So, ich denke, dann soll ich jetzt... nee, komm. Die nächsten Fangversuche. Glaube ich, im nächsten Test ist gar kein Kämpfer. Hier. Ah, doch, es ist doch eine. Die hat... Die hat sich bewegt und daher dachte ich, dass sie kein Trainer ist. Aber sie hat nur eins, das ist okay. Aber Rassaf... Das finde ich cool. Rassaf finde ich cool. Blut. Und das ist dein Gnadenstoß, Rassaf. Level 21... Und im nächsten Teil gehen wir dann auf die Wiese. Ich bin gespannt, welche Pokémon ich dort fangen kann. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Teil. Euer Eagle26. Ciao zusammen.